Hallo und willkommen zurück zu No Man's Sky mit Salome und Sira. Ich habe gerade noch ein bisschen den Mund voll, sorry. Hi. Hallo. Ja. So, dann wollen wir mal. Wo hast du deine Siedlung gefunden? Oh nee, nicht genug Bist du Treibstoff. dahin gekommen, wo ich bin? Moment, wo ist mein. Wo ist denn meine Scheißkarre? Da. Reicht das für einen Start? Nö, reicht nicht. Danke auch, du Arschloch-Spiel. Hätte ich in der Vergangenheit nicht ständig immer wieder weggemusst, weil diese dämliche Dreckskarre vor dem Eingang gelandet wäre, hätte ich das Problem jetzt nicht. Dauert bei mir noch einen Moment. Ich muss erst Treibstoff finden. Was ist das denn hier Süßes? Ich will auch sehen. Ich habe den Landeplatz in Anspruch genommen. Ich will auch endlich einen Landeplatz haben. Oh, hier ist ein Typ drin. Da lang. So, jetzt aber. So, wo seid ihr dann, Schnuggis? Habe ich noch hier. bin ich alleine. Da hinten irgendwo. Das ist mir zu weit weg. Oh, eine Stunde. Da fliege ich aber raus ins All und mache mal einen super Antrieb dafür. Geht schneller. Ja, habe ich auch gemacht. Weil auf dem Planeten selber ist das ja nicht möglich. Das sind ja ständig Hier ist eine irgendwelche. natürliche Grabstätte fast in der Nähe. Ja, was? Und eine ist direkt darunter. Jetzt mal Da hier, gehe ich wo da muss ich direkt da mal hin. rauskommen? Jetzt aber. So. Oh ja, feindlicher Scan entdeckt. Leck mich doch am Arsch, ey. Ach, du hast gerade nicht wirklich viel Glück, ne? What the fuck? Ich bin noch nicht mal 2 Sekunden hier draußen. Hat wertvolle Fracht gefunden. Leck mich. Ja. Ich will auch riskieren, obwohl ich nicht mehr so weit oben bin. Ich versuche jetzt einfach irgendwie abzuhauen. Verbleibende Piratenschiffe 2, ja toll. Hä? Impulsantrieb möglich. Ja, dann tschüss, Der ne? Frachtabwurf, den ich markiert habe, da müsst ihr mal hinkommen. Da ist das. Ja, ich muss erstmal abhauen hier. Muss erst mal gucken, wo du bist. Ah, hier. Ich komme einfach mal. Ah, nee, das ist doch so in der richtigen. Ich komme einfach mal hier auf deinen Charakter zugesteuert. Ich sehe da vorne auch Chrissy anfliegen. Oha, das ist ja richtig bergig hier. Bin auch gleich da. Noch mal langsam jetzt. Yeah. War auch noch nicht drin. So, einmal daneben. Da ist auf jeden Fall ein Typ drin. Juhu. Guten Tag. So, jetzt bin ich da. Waffenterminal. Kannst du eine Knarre kaufen?
Nein, zu teuer. Hier. Ein bisschen nah. Oh, hier kann man verkaufen, geil. Ja, hallo. Ja, Technologiekaufmann. Ja. Hat Baupläne und herstellbare Technologie sowie Komponenten. Baupläne. Sie brabbelt den hier dicht. Teleportempfänger, Neuralsimulator, Wellenform wieder, Schildgitter, Lauf. Oh nein, ich glaube, ich habe Bug. Was denn? Vorher. Chrissy, brabbelst du noch mit dem? Ja. Ja. Das hat sich wiederholt, was er gesagt hat, weil irgendjemand ihn angeklickt hat irgendwie. Oh, ein hermetisches Siegel. Kannst du jetzt aufhören, mit ihm zu reden, bitte? Entschuldigung. Da ist Kabelraum. Den gönne ich mir. Stehst du auch schon eine Stunde. Ein Solarspiegel. Resonator Quantenkompetenz. Zumal er ja überhaupt nichts sagt, außer dass man weggehen soll. Oh, Navigationsdaten. Ich kann auch mit denen reden. Beeil dich mal hier. Mama hinne hier. Ja, auch mal gucken. Ja doch, ich bin doch schon weg. Ich glaube, ich kaufe mir das neue Multiwerkzeug. Das ist bin aber recht teuer. Gut. Ja, ich habe mehr Platz. Das ist da? Nee. Nur so als Info, den Platz, den kannst du dir bei deiner jetzigen Waffe auch machen. Wind. Ah. Wenn sich die einer gekauft hat, ist sie weg. Oh, okay. Also die Waffe kann jetzt keiner von uns mehr holen. Nee. Entschuldigung. Alhu. Passt doch, wir kriegen irgendwann eine bessere als du. Ja. Vielleicht. Schildgitter, okay. Wie chromatisches Metall habe ich einstecken? Ah, das war's. Okay. Das ist der Grund, warum ich diese Piraten angegriffen hatte. Ich hatte, glaube ich, 600 chromatisches Metall oder so. Okay. Deswegen greifen die an. Ja, weil du, ich habe nämlich die Meldung. Wenn du was Wertvolles hast. Ja, weil ich habe wertvolle Fracht an Bord. Hier das chromatische Metall und deswegen wurde ich gescannt. Oder haben die beim Scannen irgendwie entdeckt und greifen mich deswegen jetzt an? Deswegen am besten, wenn man anfängt, in den Orbit zu gehen, erst alles leer machen. Deswegen ist das unter Umständen auch nicht gerade ungefährlich, wenn man im Weltall jede Menge Scheiß abbaut. Hallo? Ah, jetzt. Boah, ich bin gerade erschrocken. Ich kann diesen Typen auch nicht anlabern. Da passiert bei mir nichts. Ich kann mich nicht mehr bewegen und 10 Sekunden später werde ich aus dem Dialog gekickt. Okay. Jetzt geh raus! Häng doch nicht in der Ecke. So, einmal scannen nach Gräbern. Hab ich schon. Oh. Oh, da sind auch noch welche. Oh, das ist ganz in der Nähe. Ich bin dann mal weg, ne? Tschüss. Viel Spaß damit.
Tag. Und 20 Skelette ausgegraben. Bitte was? Ich habe, ja, es ist so ein Titel freigeschaltet. Ich habe 20 Skelette. Ach, ich wollte gerade sagen, hat sie jetzt da 20 Stück raus. Ja, das wär's. Oh, was sind das für Blumen? Kann ich die scannen? Ach, das ist irgendein Ding zum Ernten. Gammagras. Da brauche ich den Schutzhandschuh und den habe ich noch nicht fertig. Lauf mir nicht durch den Strahl. Das hätte ich jetzt umbringen müssen, ey. Da hätte ich dich ausgelacht. Und zwar eiskalt. Und mir sagt einfach gar nichts mehr. Chrissy? Hallo? Ja. Alter. Rede. Danke, dass du endlich mal antwortest. Entschuldigung. Ich kann das Zeug hier sammeln und ich habe diesen Handschuh. Ja, okay, dann gönn dir. Magnetisiert das Ferit? Oder brauche ich ja eh überhaupt? Könnte ich eigentlich mal ein bisschen sammeln. Hüpsa. Oh, was sind das? Was ist das denn? Ach, leuchtendes Mineral. Her damit. Was ist das denn? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Oh, ich habe gerade knapp 8000 Geld gekriegt für das Scannen von dem einen Ding. 8000 Geld. Ja, ich weiß nicht, wie man diese Währung hier nennt. Wie hieß die? Unit. Units, genau. 1000 Geld. 1000 Geld. Dafür kriege ich zweimal Geld. Oh, guck mal, da drüben ist der Königsfelsen. Passt jedenfalls. Er ist ein bisschen abgerutscht. Aber das Guide. Oh, da mal wieder die Dingens. So, wo war das? Ach, da hinten. Oh, Sauerstoffblümchen. Lassen wir auch nicht stehen. Wo ist mein Viech da? Wo ist mein Flugzeug? Da hinten ganz. Ach du Scheiße. Oh, da habe ich wieder irgendwo einen Giftböppel gesehen. Was war das jetzt? Ich habe genießt. Okay. Gesundheit. Danke. Faszinierende Teilskelette. Wow. Faszinierend. Oh, noch eine giftige.
Gift. Oh, vergrabene Technologie. Du bist schon bei den von mir markierten, ne? Wer? Dragomir. Ach so. Ja, das, was ich hier geholt habe, das ist schon längst weg, ja. Was habe ich schon vor ein paar Minuten geholt? Ach. Wie viel habe ich denn da noch? Da wird aber doch was angezeigt. Ja, wir haben ja schon gelernt, dass das mehrfach gilt. Da hinten ist eine Uran-Ansammlung. So, wo ist eigentlich die Basis von diesem Planeten? Da ist die Goldkarobe. Ziemlich weit weg jetzt. Hol doch mal eine Maschinerie. Was ein Blitzwerfer. Oh nee, ich hab den Blitzwerfer. Hat einer von euch den Blitzwerfer noch drin und hat noch mehr? Ja. Weil ich habe hier ein Modulstufe S für den Blitzwerfer. Kannst du mir gerne geben. Okay. Halt. Wo willst du denn hin? Wo bist du denn? Du bist doch gar nicht in meiner Nähe. Nee. Siehst du? Musst du warten. Hallo, warum wählst du denn nicht die Goldkarobe aus? Oh, was ist das? Ach, das hast du markiert? Hilfe. Ich sehe nichts mehr. Und hier ist ein Loch. Wie? Hö. Ach, das sind wieder ein paar Schiffe. Oh, hier kam gerade so ein angenehmes kleines Lüftchen zum Fenster hinein. So, danke schön. Das war das Uran. Hä, wo ist das denn jetzt? Oh, ich hasse es. Ja, weg. Danke für nix. Oh, manchmal hasse ich dieses Spiel, ne? Ohne Witz, echt. Wieso war das denn jetzt plötzlich weg? Oh, wo ist der Planet? Wo ist jetzt die Goldgrube? Da. Meine Fresse, nur eins. Hau ab.
Oh, jetzt werde ich angegriffen, ey. Fick dich doch, Spiel, ehrlich. Ich glaube, ich muss mal gucken, ob man diese scheiß Angriffe nicht irgendwie abschalten kann. Weil oh, das nervt so hart, ehrlich. Ich wollte gerade landen, ich habe es gerade endlich gefunden. Weißt du, jetzt kommen die Arschgeigen um die Ecke. Unfassbar, echt. Einfach diesen Alarm bis hier runter höre. Gott, die sind gar nicht tot. Ich habe einen Prozessor bekommen. So ein Mikroprozessor. Mhm. Schick. Hey, ein seltener. Oh, ich hab eine Anlage entdeckt. Wo ist es? Wo ist hier eine Anlage mit Speicherpunkt? Oh, ein Brückenskelett von 1060 Jahre alt. Oh. Aber hier war schon mal jemand gewesen. Das war vielleicht ich. Ich habe dein kleines doch noch mal erweitert. Okay. Ja, der Strahlungsschutz geht ja sauschnell runter hier.
Oh. Ah, da. Ist. Wollte ich nicht. Eines verrät. Ich brauche Verrätstaub. Kovo, hör auf! Ey! Kovo! Was machst du denn schon wieder? Hinterher, der haut mir gleich mein Rollo runter. Okay. Das kenne ich nicht, das muss ich hauen. Katzen. Ja, so, Alter, das kenne ich nicht, das muss ich jetzt hauen. Ja, oder es, ich kenne es und ich mag es nicht. Ja. Guck mal da. And I see nothing. Mhm. Ich sehe auch nichts. Wieder da. Bibi, hast du es noch gerettet, ja? Ja. Ja, es war eben ein bisschen witzig, als ich, also was heißt eben, vorhin, vor dem Mittag, als ich wieder nach Hause kam, mit den neu gekauften Rollos. Ah, der solche, musste die jetzt erkunden. Ja, nein, das Band, was herunterhängt halt, ne? Hm? Oh. Nee, es war heute Mittag sehr witzig, also eigentlich war es nicht witzig, aber irgendwie auch schon. Die kann man halt am Fenster oben festklippen, sozusagen. Die haben halt so einen kleinen Plastikmechanismus zum Festdrücken. Und ich habe das erste rangesetzt und dachte, ja, okay, sind ein bisschen klein, ein bisschen kurz. Kannst ja mal zur Lidl fahren nochmal und dann tausch dir die nochmal um. Just in dem Moment will ich es abnehmen, drücke dran und das eine Teil, es ist so ein, wie bei Kabelbindern. Kannst das halt so ran, ja, ne? Ich drück das langsam raus und was macht das? Springt flupp aus dem Fenster. Und weiter? Naja, oben am Rollo. Wenn du das am offenen Fenster oben festmachst. Am Kippfenster. Da war halt ein so ein weißes Teil. Also, das kann ich schwer erklären. Es ist halt so ein Steckmechanismus. Und den kannst du halt festdrücken, damit es oben am Fenster hält. Damit es nicht anbohren musst. Und dieser Steckmechanismus besteht aus zwei Teilen. Und das eine, das kannst du halt rausdrücken, damit das größer oder damit die Grifffläche quasi größer wird. Ach, und wenn du es zusammendrückst, dann wird es enger, damit es hält. Und ich habe es halt rausgedrückt, damit es wieder locker wird. Und dann ist das Teil aus dem Fenster gesprungen. Puh, raus. Dann konnte ich es leider nicht mehr zurückgeben. Ja, doof. Ja, mal nix. Es ist trotzdem genial. Also es ist hier drin weit weniger warm als sonst. Aber es war auch heute nicht so heiß. Mal sehen, was morgen kommt. Ja, morgen wird es ja nicht schlimm. Morgen oder am Donnerstag. Mhm. Und morgen soll es bei uns nur 30 werden. Und weil danach soll es eigentlich wieder abkühlen. Also nochmal knapp 30. Aber dann soll es Gewitter geben. Morgen soll es 35 bei mir sein und am Donnerstag 38. Ach du Scheiße, die Donnerstag bei uns 32, aber Regen. Aber mal abwarten, vielleicht passiert ja doch nichts, so wie beim letzten Mal halt auch. Und ich muss dringend in mein Schiff. Hoppala! Schiff, wo bist du? Ach, da kommt's schon zum Vorschein. Oh, Gott sei Dank. Mein Schiff ist nämlich gleich, mein Schild ist nämlich gleich weg. Oh, das war dringend. That was close. Oh.
Impuls. Ah, da brauche ich Pyrit oder Tritium. Nicht gut. Das war schon 2 Stück. Jetzt sei mal nicht so enttäuscht, ja? Nur 2 Stück? Oh mein Gott! Was für ein Reinfall. Darauf jetzt eine fleischige Wurzel. Ja, dann gönn dir. Ach. Denk einfach, es ist Fleischwurst. Was heißt hier? Gibt es überhaupt irgendwas, das du magst? Nein, nicht deswegen. Ich mag Fleischwurst. Wer keine Fleischwurst mag, der gehört gesteinigt, weil Fleischwurst ist einfach eine stinknormale Wurst. Ja, eben. Ich meine, wer nicht gerade Vegetarier oder Veganer ist, natürlich, ne? Aber ja, klar, das ist die Ausnahme. Weil ich beides nicht bin. Auch wenn ich mehr vegetarische Sachen esse, bin ich deswegen keiner. Lass ich mal einer gucken, das sieht doch schon besser aus. Inventar voll. Tritium-Hypercluster. Oh, Tritium, geil. Damit kann ich gleich mein Schiff speisen. Scanne mit C, um nach tritiumreichen Asteroiden zu suchen. Das wollte ich. Also Munition habe ich erstmal genug. Ich auch. Was man so alles findet, ne? Ist noch eins. Waren aus diesen löchrigen Planeten eigentlich noch einen viel löchrigeren Planeten, oder? Ich glaube, ich nenne den Planeten von Goldkarube zu Lochkäse. Ja. Oder Loch Ness. Leerdammer. Ja. Wir sind bei 35 Minuten. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Geht schon wieder los. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao. Tschüss.